Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Rabea Stampin' Up! Demonstratorin für Österreich und für Deutschland und wir wollen heute wieder eine schnelle Weihnachtskarte basteln. Wir sind ja noch mitten in unserem Element mit Golden Greenery und dem Papier. Und ja, wenn ihr über mich bestellt und euer Bestellwert über 75 Euro liegt, dann bekommt ihr von mir die Materialpakete aus dem Video vom 1.8. kostenlos zugeschickt. Ja, ich drehe gleich nochmal die Kamera und zeige euch, womit wir arbeiten. Wenn ihr noch nie bei Stampin' Up! Bestellt habt, geht ihr hier oben auf Demonstrator finden. Dann könnt ihr meinen Namen eingeben. So, dann geht ihr auf Suchen. Da bin ich. Dann klickt ihr mich einfach an. Und dann müsst ihr hier oben gleich kommen. Da bin ich, genau, bestellen bei. Und wenn ihr dann ab 75 Euro Warenwert bestellt, dann kriegt ihr die Materialpakete kostenlos zugeschickt. Und ihr könnt hier immer mal alles durchklicken. Wir werden heute wieder mit dieser Weihnachtsreihe starten. Und das werde ich euch unterhalb des Videos einfach wieder verlinken. Dieses riesen Sparpaket, mit dem wir arbeiten und was wir halt noch verbrauchen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe dann mal eben was zurechtgeschnitten. Das wird unsere Grundkarte. Die ist olivgrün. Das heißt, die ist DIN A5 groß, also ein DIN A4 Blatt in der Mitte durchgeschnitten. Ihr legt euch die an der langen Seite bei 10,5 an. Und falzt, dann habt ihr schon mal eure Grundkarte, die könnt ihr schon mal nachfalzen. Für die Karte drin zum Schreiben, hier könnte man auch drauf schreiben, das sieht man auch, habe ich aber Basic Beige zugeschnitten. In der Größe 10 cm mal 14,35. Das könnt ihr euch auch schon da reinkleben. Schön mittig. Habt ihr noch genügend Platz zum Schreiben. So, und jetzt oben drauf. Dieses Stück ist Waldmoos. Das ist auch 14,35 mal 10 cm. Das werde ich jetzt mir noch mal eben mit der Stanz- und Prägemaschine mit einem Prägefolder hübsch machen. Dann habt ihr hier ein Stück. Ihr könnt dieses Papier nehmen oder dieses. Ich würde gerne das nehmen, weil das ganz gut zusammenpasst. Das ist 8 cm mal 13,5. Das werden wir uns gleich noch mal zurechtschneiden. Dann habt ihr noch ein Etikett. Das ist ja aus dem Set Weihnachtsworte. Ich verlinke euch alles unterhalb. Das ist das Größere. Und dann habe ich hier nochmal das Ovale genommen. Das ist auch nochmal Basic Beige. Das passt alles ganz gut zusammen. Und ja, das werden wir uns gleich fertig machen. Ich werde das jetzt nur eben einmal prägen. So, ich habe das jetzt geprägt. Ihr seht nachher ganz am Ende des Videos, warum ich das jetzt mit euch präge. Finde, sieht total schick aus. Das sind diese Basic Prägefolder, 3D-Prägefolder. Die kriegt ihr im Set. Online exklusiv verlinke ich euch auch unterhalb des Videos, da habt ihr noch mehr. Genau, das ist jetzt einmal das, was wir benutzt haben. Dann habt ihr hier noch einmal Kugeln, kann man richtig schön für Schnee benutzen. Und hier habt ihr noch mal so Blümchen, haben wir auch schon ganz oft benutzt. Das sieht dann so aus. Auch sehr schick und gerade wenn ihr dann auch einfach mal mit dem Blendingpinsel rübergeht, ein bisschen mit Farbe, könnt ihr da richtig tolle Sachen mitmachen. Verlinke ich euch aber alles unterhalb des Videos. So, wir wollen jetzt uns dieses vornehmen. Wenn ihr ein Muster habt, so wie ich, müsst ihr darauf achten, dass ihr das jetzt verkehrt rum reinlegt in eure Schneide- und Falzmaschine. Schneideklinge nach oben. Es ist ja 8 cm breit, das heißt die Hälfte ist logischerweise 4. Das kriege ich auch bei den heißen Temperaturen hin. So, und jetzt wollen wir uns 2 cm einschneiden. Das heißt, hier an der Seite habt ihr ja eure Skala. Und ihr schneidet dann einfach bis zur 2 euer Papier ein. Das sieht dann so aus. Und jetzt wollen wir uns hier noch die Ecken anschrägen. Ihr könnt das auch mit der Schere machen. Oder ihr legt euch das in euer Schneide- und Falzbrett. Ich hoffe, ich kann das gleich mit der Kamera einfangen. Schwierig werden, aber ich versuche es einfach mal. Mal gucken,
gucken, ob ich das hinkriege. Ja, doch, man kann es sehen, man kann es sehen. Wo bin ich denn? Da ist mein Schnitt. Den müsst ihr genau mittig hinlegen. Und hier eure Ecke auch in das Falzbein rein. Wenn ihr das gemacht habt, legt ihr euren Schneider, also ihr zieht den nicht von oben weg, sondern legt ihn schon mal ins Papier rein, weil sonst kann es sein, dass ihr euch die Ecken kaputt macht. So, ich schneide das jetzt nicht ganz rein. Den Rest kann ich gleich mit der Schere machen. Und das Gleiche mache ich jetzt hier auch. Ich mache den erstmal zur Seite, guck, wo ich bin. Wenn ich der Meinung bin, das passt, dann schneidet ihr euch das einfach ein. Und ihr seht, ich habe jetzt nicht ganz zugeschnitten, den Rest mache ich nämlich mit der Schere. So, und dann könnt ihr nämlich euer Schneide- und Falzbein schon zur Seite legen. Wenn ihr das zurechtgeschnitten habt, habe ich mir jetzt unser geprägtes Papier genommen, erhöht mit Foamtape und das klebe ich mir jetzt schon mal auf. Ich mag das lieber, als wenn es ganz glatt drauf ist. Dieses Stück könnt ihr euch jetzt hier einfach so raufkleben. Ihr könnt natürlich auch diese Seite nehmen. Je nachdem, ihr könnt da so viel mit den Farben und mit dem Glitzer und Gold und allem hin und her spielen. Da gibt es so viel Variation. Und das legt ihr euch hier oben einfach mittig auf. So, dann habe ich ja nochmal das Etikett nochmal in Olivgrün, dass das wieder sich widerspiegelt und das in Basic Beige. Das werden wir uns bestempeln. Jetzt habe ich gerade überlegt, nehmen wir Olivgrün oder nehmen wir Waldmoos? Ich glaube Waldmoos, dann kann sich das wieder in dem anderen Hintergrund spiegeln. Wir haben alles da, ne? Nehmen wir Waldmoos. Ich glaube, das ist doch ein bisschen besser. So, dann brauchen wir einen Spruch. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar aus dem Set Weihnachtsworte. Schöne Feiertage. Genau, die beiden Sprüche nehme ich. Innen drin ist es nämlich anders aufgebaut. Deswegen, so, ihr nehmt eure Stempel- und Präferiermatte. Eure beiden Stempellöcke mit euren Stempeln. Euren Stempelreiniger. Und dann könnt ihr nämlich stempeln. Ich fange mit dem Feiertage an. Jetzt setze ich mir das Schöne hier oben ein bisschen rüber, weil wir hier ein bisschen gleich dekorieren. So, und jetzt braucht ihr das noch gar nicht wegräumen. Wir wollen nämlich gleich noch ein Band verarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es in dem Mini-Katalog. Ich werde euch das unterhalb des Videos auch verlinken. Dieses Band könnt ihr in der Farbe, die ihr wollt, einfach anmalen und nimmt dann die Farbe an. Ich habe jetzt hier das Waldmoos und das Olivgrün. Und ich glaube, ich nehme... Wir testen mal, welches heller ist. Das ist jetzt das Waldmoos. Ich zeige euch das gleich. Und das ist jetzt das Olivgrün. Ich mache das mal mit dem Weiß im Hintergrund. Ich glaube, wir nehmen eher das hellere. Probiert euch da einfach mal aus. So, und dann malt ihr euch das Papier oder das Band einfach in der Farbe, ihr das haben wollt, an. Das ist ein richtig cooler Nebeneffekt von diesem Band. Das können wir jetzt erstmal trocknen lassen. Richtig gut. Und so könnt ihr jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Wenn ihr jetzt rot haben möchtet, nehmt euch euer Glutrot. Ich weiß gar nicht, ob man das übermalen kann. Und dann habt ihr nachher für die Weihnachtszeit ein richtig schönes Glutrot hier hinten. Genau. Ich räume das jetzt mal eben weg.
Ich habe mir jetzt schon mal erlaubt, eine Schleife zu machen. Das dauert ja bei mir immer ein bisschen länger. Und seht ihr, das passt richtig gut zusammen. So könnt ihr das echt individuell anpassen, eure Farben. Dieses Etikett kleben wir einfach fest. Und zwar setzen wir uns das hier einfach drauf, da wo ihr gerne möchtet. Macht das so, dass man hier noch ein bisschen was von dem Papier sieht. Hier hinten ist Wurscht. Da werden wir jetzt gleich dekorieren. Ich habe hier, das hatte ich euch ja schon mal gesagt, wenn ihr das Vellumpapier schneidet und habt hier so Rest, stanzt es trotzdem mit aus. Ihr könnt das nämlich hier gleich super verwenden. Auch hier sowas. Das ist ja jetzt aus dem anderen, also auch von dem Block. Das musste man aber mit der Hand ausschneiden. Und auch hier habe ich so Einzelstücke, wo es halt am Rand war. Sowas kann man trotzdem immer richtig gut mit verarbeiten. Und das werden wir uns jetzt gleich hier zusammensetzen. Das erhöhen wir uns erstmal. Macht da einfach Foamtape hinter. So könnt ihr euch wieder die ganzen Einzelteile da gleich entgegenkleben. Also das soll ja jetzt hier nachher so hin. Das heißt, also die Glocken wollen wir uns hier oben hin machen. Hier haben wir jetzt einmal so einen ganzen Strang, der ist heil. Den setzen wir uns dann einfach hier hinter. Guckt, dass ihr noch auf der Karte seid. Jetzt könnt ihr nämlich hier eure Reststücke zum Beispiel einfach dahinter setzen. Und keiner weiß das. Das machen wir gleich nochmal ganz mit Kleber richtig fertig. Hier könnt ihr zum Beispiel so einen Ast mit hinsetzen. Gut, da wäre jetzt kein Kleber mehr. Dann machen wir das eben einmal. Hier Flüssigkleber, da Flüssigkleber. Dann habt ihr hier so einen anderen Zweig noch mit drin und jetzt ganz viel Kleber auf eure Hand. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen was hinsetzen. Also spielt da ruhig mal rum. Guckt, was ihr da habt. So, jetzt habe ich was gefunden. Ich wollte das Video jetzt nicht so ganz in die Länge ziehen für euch. Dieses Stück kommt hier auch noch mal mit hinter. So, dann reicht mir das. Das klebe ich jetzt hier unten einfach fest. Dann könnt ihr hier Flüssigkleber drauf machen. Da das ja kein Vellum ist, könnt ihr das auch überall hinsetzen. Dann setzt ihr euch euer Etikett hier einfach auf. Dann haben wir noch die Glocken. Im Hintergrund ist ja noch nichts Goldenes. Das heißt, das passt ja da ganz gut. Setzen wir uns die Glocken noch hier oben hin. Ist ja auch zu Weihnachten. So, und ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Im Jahreskatalog fallen sie nicht so auf. Die gab es auch letztes Jahr schon. Das sind die Metall-Email oder Emaille-Effekte. Ich weiß nicht, ob spreche ich eh falsch aus. Die gibt es in so einem Dreierpack. Das ist Gold, Schwarz und Kupfer. Und da könnt ihr euch, das ist sowas wie Novo Drops, da könnt ihr euch eigene Größen herstellen. In euren Drops, die sind noch nicht trocken. Nee, nee, siehst du, habe ich noch. Also über Nacht gerne trocknen lassen und die könnt ihr euch auch hier selber raufsetzen in der Größe, wie ihr sie haben wollt, wenn ihr auch mal keine goldenen Dinger da habt. Wie heißen sie denn? Perlenschmuck. Genau, also wenn ihr mal keinen Perlenschmuck da habt, könnt ihr euch den ganz, ganz einfach selber machen und zwar mit diesen Nuvu Drops. Und ja, so könnt ihr euch die selber anpassen, auch in der Größe, wie ihr sie haben wollt. Ich habe jetzt hier diese genommen, werde ich euch alles unterhalb verlinken. Ihr könnt natürlich auch die hier nehmen, die zum Set dazugehören. Hier noch was Rotes mit rein. Oh ja, das sieht gut aus. Setzen wir uns hier oben noch was Rotes mit rein. Ja, sieht schon schick aus. Passt doch perfekt, genau. Und die könnt ihr euch anpassen. Die könnt ihr euch auch
über Nacht auf eure Gummimatte hier legen. Das ist ja extra für Klebstoff, damit ihr euren Schreibtisch nicht so versaut. Da könnt ihr die raufmachen und dann zieht ihr sie nächsten Tag einfach ab und dann macht ihr einen Klebepunkt irgendwo auf eure Karte und nehmt den da runter und setzt den euch darauf. Richtig gut. Ja, verlinke ich euch auch einmal unterhalb des Videos. Die sind noch nicht trocken, sonst hätte ich die jetzt benutzt. Genau. Und das ist jetzt die Karte, die wir zusammen gemacht haben. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann habe ich noch eine Karte gemacht. Und zwar in, jetzt muss ich nämlich gucken, Tannengrün und Gartengrün. So, jetzt habe ich es, genau. Und die sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt ist nämlich auch das, was ich meinte. Deswegen habe ich auch den Hintergrund mit dem 3D-Prägeform-Folder gemacht, weil es sieht einfach langweilig aus. Oder? Also ich finde es jetzt nicht so schön wie die unsere Karte, die wir gebastelt haben. Den Rest finde ich total schick. Hier habe ich das Band, hier habe ich einfach nur einen Knoten gemacht und dann einfach mit diesen Cordel Basic Sets einfach eine Schleife gemacht. Hier oben auch nochmal diese, die anderen, nicht die roten, sondern diese schimmernden dazu genommen. Und hier auch nochmal, das ist ja mit Gold, mit diesem Grün, das passt da ja hervorragend zu. Die habe ich da einfach raufgesetzt. Hier nochmal mit Basic Beige mit dem Band einfach dahinter ein bisschen gearbeitet. Also so kann man ganz individuell ganz andere Karten erstellen. Ja, schade, ich hätte es vorher prägen sollen. Gefällt mir jetzt nicht so gut, wegen dem geprägten Hintergrund. Aber sonst sieht es auch ganz schick aus. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich bin wirklich gespannt, welche Karte euch besser gefällt. Mir gefällt unsere Karte besser, die wir zusammengebastelt haben. Ja, wie gesagt, aber ich würde es gerne von euch wissen. Schreibt mir das einfach unterhalb des Videos in die Kommentare. Und unterhalb des Videos findet ihr auch alles. Ich verlinke euch alles. Da braucht ihr nur raufklicken. Dann kommt alles automatisch in euren Warenkorb. Und dann könnt ihr aussortieren, wenn ihr irgendwas nicht haben wollt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und so könnt ihr das dann auch alles nachbasteln. Und wenn euer Warenwert über 75 Euro ist, werde ich euch die Materialpakete von dem Video vom 1.8. kostenlos zuschicken. Das gilt noch bis zum 18.8. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und beim nächsten Mal werden wir was anderes basteln. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald!